Hallihallo, liebe Freunde. Also, ich habe meine Karte aufgemacht. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wo Nefarius ist. Nefarius ist hier, ganz im Norden. Und ich habe nochmal geschaut, wo dann die ganzen... Na? Die Fuzzis sind. Felsnesseln. Ja, da gar nicht eingesammelt. Naja. Naja. Als ob er nichts abkriegt. Genau, die Karte habe ich auf mit den alten Truhen. Und ich glaube, da dürfen wir schon echt einige haben. Also uns fehlt nicht viel. Wir könnten noch das Schwert der Ahnen bauen. Wenn wir das möchten. Die Reichweite ist echt scheiße. Wir müssen nochmal in den Norden. Da hinten kommt das grüne Tal. Ja, wir lernen das von Nefarius einfach, weil das können wir sonst nirgends lernen. Das ist so ein einmaliges Ding, also das nehme ich gerne mit. Und uns mangelt es ja echt nicht an Lernpunkten. Es ist brutal. Also so viele Lernpunkte, das hatte ich beim letzten Mal nicht. Gut, da habe ich auch nicht ganz so ausführlich alles gemacht. Jetzt ist ja... Nefarius, wo bist du? Der war doch immer hier. Oder hockt er jetzt in der Höhle? Nee, oder? Hockt der echt in der Höhle, im Grab? Habe ich irgendwie nicht so im Kopf gehabt. Naja. Das grüne Tal. So ein paar Gegner respawnen ja schon hier. Die haben wir safe alle weggemacht. Also ausnahmslos. Die fallen mir ja jetzt erst auf. Kann man da rüberlaufen? Nefarius, wenn du jetzt doch nicht hier bist, dann raste ich aber aus. Er ist hier. Okay, Glück gehabt. Die Eisexplosion. Es gibt wenige, die sich jetzt noch gegen dich stellen können. Geil. Bring mir etwas über alte Magie bei. Sonst kann er nichts. Jetzt haben wir die Eisexplosion. Einfach nur, weil es cool ist. Weil das ist der mächtigste Zauber bis dorthin dann. Hagelsturm ist bestimmt auch ganz geil. Können wir aber nicht. Meteor würde ich echt gerne lernen. Also da wäre Innos das Ding schon... Weil die sind kacke, die Zaubersprüche. Am Ende können wir den Meteor nur benutzen, wenn wir... Na, für Innos spielen. Das wäre echt scheiße, aber es ist gut möglich. Wir müssten jetzt von hier... Ne, wir gehen von Braga aus. Das ist kürzer. Braga. Braga, Braga, Braga. Übrigens. Schmieden. Schwert der Ahnen. Klingenschaden 120.
Eine Rubinklinge brauchen wir dafür. Wir haben keine mehr. Scheiße. Das wäre schon auch geil. Also einfach nur cool zu haben. Das macht halt am meisten Schwert. Schaden. Das macht am meisten Schwert. Das Schwert macht am meisten Schwert. Fast so cool wie das Runenschwert, nur besser. Dann bräuchten wir einen Feuerball. Ah, das ist auch ein reines Erzschwert. Dann könnten wir auch mal wieder welche machen. Naja. Braga, bitte. Sind die Teleportsteine eigentlich nach dem Alphabet geordnet? Ist mir jetzt so aufgefallen. Macht das Sinn? Adea, Bakarech, Ben Erei, Ben Sala, Braga. Ja. Außer da dann wieder. Sardas und dann kommt Feuerclan. Ist dann nochmal separat. Okay. Da läuft ein Schakal. Der kommt da auch nicht mehr raus. Hier sind ja einige Schakale. Jetzt könnten wir ein Runenschwert bauen. Wir haben einen Feuerball. Hier saß auch irgendwo Kronos. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal das mit den Truhen. Das war klar. Wir machen erstmal das mit den Truhen. Und dann da in der Biegung. Und dann kümmern wir uns um die NPCs, um die letzten Wassermagier. Erstmal brauchen wir unser Endgame-Equipment. Man muss ja wirklich danach suchen, nach diesen Truhen. Dass man die Stäbe auch alle kriegt. Also alle kann man sowieso nicht kriegen, was sehr traurig ist. Ich mach dich fertig! Ja, mach du mal. Kompositbogen. Hier waren wir schon dran. Aber wieso haben wir die... Wie haben wir die gelootet, ohne dass die Räuber uns mitge... Hä? Okay, ich bin überfragt. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Zurück nach Braga. Und dann ab in den Norden. Wir müssen nämlich zu Kurt da lang. Da, wo Kurt zumindest war, der abtrünnige Paladin. Die Folge hat ein paar Leuten gefallen, finde ich gut. Vielleicht lag es daran, dass ich mal mit einem NPC zusammen was gemacht habe. Was ich ja sonst nie tue, weil das halt einfach mega nervig ist. Weil die immer sterben.
Wenigstens können wir hier immer schön... Na, hier gibt's so einen Weg. Nicht wie Nordmar. Die Scheiße. Also die bei Kurt haben wir bestimmt auch gelootet. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir die nicht gemacht haben sollten. Das ist sie aber nicht. Kurt war auch weiter oben, ne? Da hinten war Kurt. Klar. Dann wieder nach Prager. Und einfach direkt in den Süden. Wir müssen nämlich da so hin. Musik ist schon auch cool. Also, wenn die alte singt, ist natürlich richtig krass. Die hat ein Organ, das ist unglaublich. Mal langsam wieder aufstehen. Ich hoffe, ihr seid 3 Stunden und 11 Minuten. Wahrscheinlich sogar länger, aber so um den Dreh stimmt das schon. Ich bin vom Weg abgekommen. 7. Beim Urvieh nahe den Nomaden. Gucken wir mal. Irgendwo hier sollte es sein. Bisschen südlich in den Hügeln hier. Jetzt aber, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir, was hier ist. Nichts. Oder wir waren hier schon. Das kann ich gerade nicht genau sagen. Eigentlich müssen wir noch mal gucken, ob wir jetzt von Robo auch Lebensregeneration lernen können. Und eigentlich kann der das einem zeigen. Oder Khan kann das, glaube ich, auch. Wahrscheinlich nur wieder, wenn man die Macht Innos hat. Aber wenn wir für Innos spielen, könnten wir bestimmt den Meteor lernen. Der wäre schon auch geil. Irgendwo hier müssten die sein. Hier ist auf jeden Fall die Düne kaputt. Seht ihr es? Der Sand liegt komisch. Da ist was faul. Lauf schneller. So, wo sind die Nomaden? Und wo ist das Urvieh? Bin ich hier richtig? Oh, nicht so ganz, ne? Eigentlich ein Stück weiter, wahrscheinlich da oben. Oh. Wenigstens sieht der Berg aus, als könnte man da hochhüpfen. Und da oben ist ein Urvieh. Ich höre es genau. Es war laut. Bei dem Urvieh nahe den Nomaden. Ah. Jawohl. Was haben wir? Magierstab. Schwarzmagier. Schutz vor Energie. Und ein Erzrohling. Gucken wir mal, wie der aussieht. Schwarzmagierstab.
Sieht ein bisschen so aus wie der, ne? Er hat halt nicht den ganzen Schutz, aber Schwarzmagier-Bonus. Der ist schon cooler. Je nachdem, wie der Feuerstab dann aussieht, ne? Also, hier sollen Nomaden sein. Und hier sind irgendwo Schakale. Hier müssten dann die Nomaden sein, richtig? Oh Gott. Ich erinnere mich. Da! 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 Das war die Scheiße hier. Hallo? Da! Held, andere Richtung. Mit den ganzen Blutfliegen hier. Wie heißt da? Arkos, Zapdos, Lavados. Er halt. Ich hab vergessen, wie er heißt. Bei Riordian. Ein Golem beschwören geht auch noch hier. Ja, Nomade Iotus. Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Oh, er hat auch die. Ah ne, der ist nochmal anders. Den kannst du haben, den kannst du haben, die kannst du haben, die kannst du haben. Und die kannst du haben, die kannst du haben. Den Klingenstab behalte ich. Das da noch, das da, das da. Und die anderen Waffen sind schon cool. Die behalten wir alle. Schutz vor Eis. Jagdgeschick und Liebeskunst. Fünfhundertfünfzigtausend Gold. Das ist ein großes Schwert. Aber wenn man es aufhebt, wird es klein. Ja, ja, hätte ich so viel Kohle mal in echt, das wäre was. Falls jemand was spenden will, gell? Woher kommt diese Blutfliege? Ich habe doch gerade eben alle weggemacht. Falls jemand was spenden will, ich habe kein Spendenkonto, es tut mir leid. Ich habe auch kein OnlyFans oder so. Sollte ich vielleicht mal machen. Weiter im Text. In Ben Erai. Ben Erai war die da. Und zwar nördlich von Ben Erai. In der Höhle mit den Suncrawlern. Da waren wir bestimmt drin. Also es wäre schon krass, wenn wir die nicht aufgemacht haben. Die nächste wäre bei Hurit. Und dann laufen wir eh von Benzala da vorbei und gucken mal, weil da gibt es noch einen Drachen, habe ich gelesen. Den machen wir auch weg. Ja, wir farmen hier jetzt einfach alles strikt ab. Da waren wir dran. Ist halt sonst auch einfach nichts. Es ist brutal. Und was wir noch mal kurz gucken könnten. Das ging schnell, oder? Nee. Ging's nicht. Naja.
Hau dir mal ein Süppchen rein. Genau, wir laufen jetzt relativ weit nach Westen. Genau dahin. Bei Hurith sollte auch eine alte Truhe sein. Und dann geht's weiter zum Drachen in der Wüste. Da ist der Tempel, da müssen wir dran vorbei. Na, na, na. Da so bei den zwei Bergen, über den anderen zwei Bergen. Genau hier geradeaus weiter. Ah, in der Wüste kommt man schon zu was, da kann man ordentlich laufen. Ein Nordmar? Ein so ein scheiß Ahnengrab, da 20 Minuten rumgelatscht und gesucht. Hier gibt es immerhin nur eine Ebene. Ich frage mich ja auch diejenigen, die solche Karten machen. Die haben ja echt die ganze Wüste so abgesucht, dass die wirklich, also, ne, hin und her und hin und her und rauf und runter gelaufen sind. Zwei Spitzhacken. Also, das ist brutal, um so einen Ort so genau bestimmen zu können. War hier Hurith? Hier müsste Hurith gewesen sein. Wo läuft er hin? Falsche Seite. Uninteressant. Schade. Und du so? Uninteressant. Schade. Und du? Hier steht nichts Neues. Schade. Der Hurith war doch bestimmt hier. Oder nicht? Da sind irgendwo Snapper. Oder ist da der Hurith? Crawler sind hier auch. Guck mal, da ist er ja. Wer ist hier? Wer war hier? Niemand. Hassan? Das könnte Hassan gewesen sein. Oder war da Hurith? Ich weiß doch nicht. Nee. Karte sagt weiter rechts. Karte sagt schon hier so. Aber wo ist die Truhe? Das hier ist doch so ein Ogre-Ding eigentlich. Hier ist sie auch nicht. Hm. Ich fühle mich etwas verarscht. Bin ich bei den richtigen? Da so drei Hügel, da so ein Hügel, da so einer. Dann über die zwei Hügel. Oberhalb der anderen beiden Hügel. Top, oder? Die Beschreibung. Sie wird ja wohl jetzt nicht... Da ist sie doch. Wie konnte ich die denn übersehen? Und da sind auch die Snapper, die ich gehört habe. Katsching! Magierstab. Der gleiche, nur mit Wassermagier-Talent. Gucken wir mal, wie sieht er aus? Fashion Gothic.
Das ist er gar nicht. Der hier. Oh, das ist so einer. Okay, jetzt will ich schon wissen, wie der Feuermagierstab aussieht. Das wäre der in der nächsten Kiste. Was? Auch ein Wurzel. Dunkles Snapperleder nehmen wir. Ah, schon krasser Stab. Ich weiß noch nicht, ob er cooler ist als der andere. Aber egal. Soll erstmal so richtig sein. Also, wir müssen weiter in den Süden. Und zwar ziemlich genau dahin. Das soll auch ein Drache sein. Steht hier zumindest bei dem Drachen. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht. Hatten wir den Drachen schon erledigt oder hatten wir das noch nicht? Wie viele Lernpunkte haben wir? 48 noch. Das schnelle Lernen hat sich schon rentiert. Ich habe ja noch überlegt, so, aha, komm, wie viele Level machen wir noch? Aber hätten wir dann schon noch 25 Level gemacht oder sowas. Oder sogar mehr, 30. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir es gelernt haben, aber ist schon ein bisschen her. Hm. Genau hier irgendwo sollte er sein. Irgendwo hier unten. Oh Gott. Hält, fall nicht zu tief. Waren wir hier bei dem Drachen schon? Ich weiß es nicht. Eher weiter links, eher hier so. Da ist er doch, der Drache. Was überlege ich denn überhaupt? Oh ja, wir machen Schaden. Krasse Musik. Und dann zack, weg. Aber wo ist die Truhe? Bestimmt hier oben. Ich finde, bei Drachen könnte auch immer eine Drachenwurzel dabei sein. Die Drachenwurzel wächst doch in Drachenkacke, oder nicht? Das war doch so. Und wir müssten mal das auf die 1 packen. Da haben wir auch mehr Mana. Die Musik ist so krass, aber der Kampf war einfach lächerlich. Aber mit der Musik rentiert sich's auch richtig, die Truhe zu suchen. Da macht das noch mehr Spaß. Saß der Drache direkt drauf? Nee, oder? Hm. Sag mir wo. Weil offensichtlich waren wir hier noch nicht. Noch Schwefel in der Wand. Schade, dass die Musik wieder vorbei ist. Die krasse Kampfmusik könnte ruhig öfter kommen.
Wo? Wo ist die Truhe? Habe ich sie schon dreimal übersehen oder? Wo hat sie sich versteckt? Ogerblatt. Bei dem Drachen. Aber wo bei dem Drachen? Normalerweise hocken die ja direkt drauf, also mit ihrem Arsch so auf der Truhe. Oder zumindest im Aggro-Radius. Alles andere wäre ja auch dämlich. Wo liegt denn der Drache? Da liegt der Drache. Weil warum sollten die sonst so eine Truhe herpacken und einen Drachen dazu, wenn man die Truhe plündern könnte, ohne den Drachen anzulocken? Aber wo ist die Truhe? Liegst du drüber? Nee. Hallo? Jetzt scheitert es daran, diese scheiß Truhe zu finden. Da ist sie doch. Was ist doch bei der Hütte? Jetzt, Feuermagier. Komm schon, bitte seh geil aus. Bitte seh geiler aus als einfach nur der gleiche Stab als... Oh ja. Der sieht in der Tat geiler aus. Machen halt voll wenig Schaden. Okay. Im Totenwächterviertel von Al-Shedim. Die haben wir bestimmt. Ansonsten... Bei der Ruine von Bensala... Der Höhle mit Rasarus. In der Höhle nahe den Orks. Ich glaube, die hatten wir. Wer war Rasarus? Wir gehen zuerst nach Bakarish. Da. B. Alles, was danach kommt, sind dann, glaube ich, noch richtig krasse Stäbe. Oh, die Nase kitzelt. In den Ruinen von Bensala. Bei der Ruine von Bensala. Die ist ja hier irgendwo. Da raus. Direkt vor der Stadt. Hier so rechts. Geile Stäbe gibt's noch, die dann auch noch mal richtig Power haben. Hier waren wir ja mit dem Dämon unterwegs. Irgendwo hier wird es auch sein. Es müsste auch genau hier sein. Ah, ich weiß wo. Da oben.
Ja, da müssten wir dran gewesen sein. Auf dem... Ja, da auf dem Berg ist ja diese richtige Ruine. Da waren wir auch schon dran. Wenn wir hier nicht dran waren, das wäre ja traurig. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier lang hüpfen können. Easy mit null Leben überlebt. Easy, der Held kann nicht durch Fallschaden sterben. Hey. Das war alles. Ich habe keinen Cheat drin oder so. Moment, wir gucken nochmal. Er kann durch einen Sturz nicht sterben. Alles genau richtig gemacht. In der Höhle mit Rasarus. Seine Herrschaft wird kommen. Rasarus klingt so nach einem Nomaden. Die seinen Zorn auf sich gezogen ist wahrscheinlich haben. Da hinter der Stadt. Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Boah, Amul, halt die Fresse. Hier mit ihm sollten wir doch, glaube ich, Banditen wegmachen oder so. Hallo Lurker. Sind hier so viele? So, wo war Rasarus? Das ist schon wieder zu weit. Meine Güte, wir laufen direkt drauf zu. Irgendwo bin ich hier dran vorbeigelatscht. Und da ist noch die Höhle. Ups. Ja, und das andere ist mit dem Druidenstein. In der Höhle nahe den Orks, das war das mit dem Druidenstein. Und hier waren wir dran, ja. Dann geht's nach Al-Shedim. Wo ist Arthur? Moment, Moment, da liegt noch ein Speer. War das ein wichtiger Speer? Das war kein wichtiger Speer. Das war einer von so einem Benutzter. Von so einem Nomaden. Ganz klar. Also. Im Totenwächterviertel von Al-Shedim. Hier. Geht auch durch die Tür, hält. Aber wahrscheinlich hier in der Mitte, ne? Nee, das ist sie. Das ist sie. Dann im Heiler- und im Kriegerviertel. Dann gehen wir gerade einmal außen rum.
einmal außenrum um Al-Shedim. Einfach nur, um es mal getan zu haben. Die Schule der Krieger. Okay, die sind kein One-Hit. Das wundert mich ein bisschen. Ja, so ziemlich genau hier. Irgendwo hier müsste sie sein. Da ist sie. Hatten wir. Sehr gut. Und dann Heiler. Direkt unterhalb des Tempels. So, die Richtung. Hier so hinter wahrscheinlich. Och, Held. Nee, dann wird er da stehen im Orklager. Schon hier irgendwo zwischendrin. Da sind die Nomaden. Nee, es ist schon eher hier so. Eher so in dem Block. Ja, in dem hier. Da oben ist sie nicht. Da. Oh. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Nein. Och nee. Scheiße. Ja, das ist, ne? Wir gehen jetzt nicht weg und laufen wieder hierher. Magierstab. Stab der Unverwundbarkeit. Yes. Der ist nochmal krasser als der Stab des Schutzes. Stab der Unverwundbarkeit. Alter. Das ist mal ein Zepter, hä? Guck dir meinen Schlägel an. Das waren alle Truhen hier. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt noch welche gibt. Bestimmt noch was. Aber nicht hier. Ich habe hier in Nord mal ein oder zwei vergessen. Egal. Freunde, ich sag's euch. Ich mach ganz kurz Pause. Und dann mach ich die andere Karte auch für die NPCs, noch für die Massamagier. Weil Kronos, ich weiß nicht, wo Kronos ist. Aber ich mach das mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Ich bin wieder da. Also. Wo ist Kronos? Da zwischendrin. Bei dem... Zwischen Drachen und Bensala. Hier so. Also, auf nach Bensala. Das ist schwierig hier.
Genau, einfach hier runter. Und dann bei dem ersten Berg rechts müsste Kronos sein. Ansonsten können wir auch noch gucken, die Truhen in Nordmar. Aber ich glaube, so viel kommt auch hier gar nicht mehr. Ich glaube, so viel Viecher wollte ich schon sagen. So viele Stäbe oder so gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also es gibt noch ein paar, aber es gibt zu wenig Truhen. Die kann man nur durch Cheaten dann kriegen. Was auch wieder sehr, sehr traurig ist. Aber so ist es. Ja, da ist Kronos. Mit dem haben wir noch gar nicht geredet. Dann machen wir das mal jetzt noch. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ich habe nur leider ein bisschen dämlich auf die falsche Taste gedrückt. Jetzt muss ich das zusammenschneiden. Eigentlich kann man die Aufnahme ja auch pausieren, aber das habe ich irgendwie. Das kenne ich schon. Wie kannst du das schon kennen? Du warst doch noch nie hier. Aha. Habe ich mir doch gedacht, dass du das bist. Aber irgendwas an dir ist anders. Naja, vielleicht werde ich auch nur langsam alt. Kronos der Erzhüter. Wie ist es dir ergangen? Nun. Dank den Fokussteinen haben wir den Weg zu unserem Volk zurückgefunden. Und was treibst du hier? Nach unserer Ankunft hielten wir es für das Beste, uns zu trennen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war Saturas Idee, nicht meine. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir zusammengeblieben. Aber auf mich hört ja niemand. Seitdem führt mich die Suche nach Wissen und Erleuchtung durch die Wüste. Wenn es etwas gibt, das du brauchst, so lass es mich wissen. Er ist halt einfach immer der Händler. Zeig mir deine Ware. Hätten sie das geändert, wäre auch scheiße gewesen. Er vertickt die, aber die ist halt echt nicht so gut. Also die ist immer noch besser als die Feuermagierrobe, aber gut ist sie deshalb auch nicht. Guck mal, du kannst. Du kannst die haben. Den Rest will ich eigentlich behalten. Weil wir haben eh nicht. Also wir haben gar keine Goldprobleme. Schutz vor Geschossen, braucht keine Sau. Kannst du haben? Ein Krug. Schatullen. Schatullen. Das. Traditionelle Robe der Wassermagier. Resistenz gegen Krankheit. Unsere Robe Adonis hat 40 auf alles. Die hat 30, 30 auf Klingen und der Rest 10. Zeig mir deine Ware. 45. Die ist schon nicht schlecht. Da kann die Feuermagierrobe, glaube ich, nicht mithalten. Hier irgendwas, Kronos, versteckt. Bist doch so einer, der alles hütet. Nichts.
Du stehst echt nur draußen an der Steintafel rum. Alter, ist das dunkel. Oder strahlt mein Gesicht umso heller? Na, 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 na. Er hat nicht mal ein Bett. Nichts hat er. Okay, Wassermagierrobe sollten wir uns mal im Kopf behalten. Weil, wie gesagt, die können wir nicht behalten. Das ist so eine Scheiße. Dass wir die opfern müssen dann. Auch die Krone. Müssen wir irgend so einen Kackhelm anziehen. Oder gar keinen mehr. Wir haben ja dann den Stab. Der Stab allein. Fährt sich auf alles. Aber Moment mal. So. 80 und dann 260. Dann bringt der 80. Aber so bringt er nur 40. Jetzt bringt er immer noch nur 40. Rüstungsschutz aller Roben wird verdoppelt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber okay. Wir gehen kurz das mit der Feuerrobe testen. Zum Kloster. Die hatte 45 und 20 oder so. Oder war das der unten? Altus, verkaufst du Zeug? Nee. Der hier unten vertickt doch das Zeug. Wo ist er jetzt hin? Der war doch gerade eben noch da. Stopp. Zeig mir deine Ware. Natürlich hat er es nicht. Wo ist dieser scheiß Feuermagier? Aidan. Irgendwie so. Steht da auf dem Tor, oder? Ich habe ihn doch aus dem Augenwinkel gesehen. Der du bist es. Pyran. Zeig mir deine Ware. Okay, die ist genauso, aber die ist teurer. Du bist in Ordnung. Aber eigentlich will ich auch nicht in so einer Robe gesehen werden. Aber sie würde halt am Ende dann 90 und, sagen wir mal, im Schnitt 20 bringen. 90 und 20. Einige Dinge werden sich niemals. Und Ishtar. 90 und 20. Kann man bei dir, Grasal? Nee. Der Schmied oder so? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wieso noch mehr? Du? Brick? Nee. Wir reden später. Oh, wer vertickt denn hier Rüstung?
Bleib wachsam. Ja, ich gebe mir Mühe. Zeig mir deine Ware. Nee. Komm. Du hast doch die bestimmt. Zeig mir deine Ware. Ja, hat er. $60 und $20. Andern wäre mit unserem Perk halt $90 und $20. Der Held erhält einen Rüstungsbonus auf alle Rüstungen. Aber wie viel ist das? Und da müssen wir noch Schmiedekunst lernen. Das wäre so eine Robe schon besser. Alles nicht so einfach hier. Wir könnten euch mal noch rausreden lernen oder so. Doppelter Schaden. Wir lernen jetzt mal noch den Stabkampf. Heißt, wir gehen nach Bockerech in den Tempel. Drosima. Ne, Sigmar. Der mit seinen 1000 Gold, hey. Komm ich mal sonst wo. Hat's eigentlich mal jemand probiert, so 1 Million Gold zu kriegen? Das wäre schon krass, oder? Da wäre man schon stabil. Bring mir etwas über alte Magie bei. Kann er nicht. Aber wer kann denn dann? Meisterlicher Stabkampf. Charybdo? Wer könnte einem das beibringen? Schon Charybdo, oder? Heißt er so Charybdo? Ich glaube ja. Du hier, Feuermagier. Du kannst doch sowas. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nein, kann er nicht. Zeig mir deine Ware. Das hat uns gerade noch... Wer kann einem das denn beibringen? Den Stabkampf. Saturas gibt's nicht mehr. Richtig. Aber trotzdem geht das nicht so weiter. Das müsste ja schon irgendein Magier sein. Gehe ich mal von aus. Kloster, der Aidan oder wie auch immer heißt. Aber ich glaube, dass der konnte das auch nicht mehr.
Geht doch gerade pennen, gell? Warum bring mir etwas über alte Magie bei. Alter, wieso wecken? Du hast noch nicht mal geschlafen. Oder Altus. Warum wächst du? Steh mal auf. Bring mir etwas über alte Magie bei. Das kann einfach niemand. Mann, was willst du? Kann einfach keiner. Wer könnte denn sowas können? Irgend so ein Rebell? Scheiß Königstreuen. Wir passen auf. Milton? Milton vielleicht? Kann der sowas? Bring mir etwas über alte Magie bei. Nö. Kann er auch nicht. Okay. Ich werde es herausfinden. Ich bringe es in Erfahrung. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich freue mich, dass wir jetzt so ein Premium-Kerl geworden sind. Nächste Folge geht's einfach mal weiter mit... Na, da geht's ein bisschen Poggers. Und, ja, mit den Worten einen wundervollen Nachmittag. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.